So, willkommen zurück. Empyreon, es ist einiges passiert. Erstmal habe ich hier das Mittelteil. Ich habe hier also wahnsinnig viel entdeckt, habe auch wahnsinnig viel schon rausgeholt einfach. Das Mittelteil war hier, glaube ich. Heck. Das Heck bin ich schon mal rein. Habe ein bisschen Zeug rausgeholt. Habe Netz, sehr nett, schon ein paar Nidium-Barren. Aber blöderweise ist da so viel Zeug drin. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Ich habe keinen Platz mehr gehabt. Mein Inventar war schon voll. Ja, hier war dann das Mittelteil entdeckt. Also wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin in die Gegend. Kriegen wir hin. Wir wollen jetzt die Base weiter ausbauen. Was ist denn sonst so passiert? Warum ist mein Inventar voll? Ja, hier, ne? Das ist alles schon. Hab wahnsinnig viel von diesem Alien-Plasma. Die Pixie-Bündel, die will ich jetzt gucken, ob ich die in dem richtigen Konstruktor in der Base, ob ich da was mit anfangen kann. Deswegen schicken wir uns jetzt, weil die gehen kaputt sonst. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Aloe Vera wird kein Problem sein, weil... wieso ist das Jetpack aus? Aloe Vera wird kein Problem sein. Ui. Wird kein Problem sein, weil wir dann selber anbauen. So. Ja, was ich jetzt machen wollte, wieso habe ich denn da einen scheiß Block hingesetzt? Bin ich ein bisschen behindert? Naja, gut, Moment. Ich meine, da könnte man natürlich auch eine Treppe ranbauen. Ah ja, vielleicht lassen wir das stehen. Stahlblöcke. Die nächsten. Ach ja, und außerdem wollte ich mal die strukturelle Integrität überprüfen. Mein Gott, ey, ist das ein schweres Wort. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber irgendwie manchmal doch. So. N. Zeige strukturelle Integrität. Na, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das passt doch. Dann macht das wieder weg. So. Dann brauche ich jetzt diese hier als Wand. Dazu müssen wir Rechtsklick machen. Wählen dann ein Wandteil. So. Und los geht's. Du machst ja... Okay, puh. Jetzt habe ich Angst gehabt, dass der irgendwie Blödsinn macht hier. Jetzt kann man das irgendwie drehen. Wo war denn das zu drehen? Ah, hier. Na, gleich das Richtige gefunden. Hallo? Hallo? Sag mal, warum geht denn das da hinten nicht hin? Kannst du mir das mal erklären, hä? Bist du ein bisschen doof oder ist das ein Problem, weil da schon was an der anderen Seite ist? Was soll denn der Scheiß? Hä? Affenarsch. Ja, dann machen wir das da wohl anders. Dann machen wir da wohl einen Block hin in die Ecke. Mal wieder. Ich verstehe den Quatsch nicht manchmal, aber ja. Muss ich ja nicht. Muss ja nicht alles verstehen. Das reicht sowieso immer noch nicht. Sehe ich gerade, aber... Oi. Zumindest wird es eine Zeit lang reichen. Ja, hier ist wahrscheinlich genau derselbe Scheiß. Dass wir hier zwar hinbauen können, aber da nicht, ja. Da blockiert tatsächlich. Ah, das ist doch saudumm. Ich muss doch ein... Gibt es eine Eckwand oder sowas? Wie soll denn das dann gehen? Naja. Hallo? Du sollst da rauf. Das ist doch eigentlich möglich, oder? Hallo? Nee, ist es nicht? Warum ist es nicht möglich? Alter Affe. So. Kannst du das nicht da hochbauen? Hallo? Wo ist denn jetzt dein Problem? Das ging doch früher auch. Also es gab auch ein Riesen-Update. Es ist ein bisschen was passiert. Unter anderem, die ist mir leider schon vergammelt, geben jetzt auch die Triceratops, die gibt es jetzt in, also Triceratops oder Dreieck oder scheißegal, die gibt es jetzt in zwei Varianten, einmal das kleine Baby und einmal die große Mama. Und die große Mama hat, ja gut, ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist das falsch übersetzt, das soll wohl nicht Maultiermilch heißen, das wird wohl Muttermilch heißen sollen. Denke ich mal jetzt einfach so, rotzfrech. Jetzt mal gucken, gibt's... Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Da ist meine richtige Wand, die ich brauche, um da reinzukommen. Hä? Klar soweit? Mann, ey. Okay, Moment. Wir haben doch so ein Werkzeug, so ein... Da ist es. Ach, bin ich bescheuert.
Ach so. Das ist gar nicht geladen, ja, dann kann das natürlich nichts werden. So, jetzt müsste ich, genau, jetzt habe ich zwei Stahlplatten gekriegt. Passt. So, und dann kann ich nämlich auch hierher gehen. Aha. Ja, ein bisschen behindert muss man manchmal auch sein. Schön wäre es ja, wenn es nur manchmal wäre, ne? So, Moment, da gehst du her. So. Zack. Okay. Ja, jetzt verstehe ich zwar nicht, warum ich da hinten, also ich brauche natürlich jetzt wieder diese Form, warum ich da jetzt nicht draufbauen kann, das will mir nicht in den Kopf. Das geht nämlich normalerweise. Oder muss ich die Höhe auch noch ändern? Irgendwie. Aha, deshalb, ich muss die Höhe auch noch ändern. Oh Gott. So war es richtig und jetzt hoch. Und dann sollte das eigentlich klappen. Mein Gott, ist denn das so schwer? Hallo? Das muss ja schwer zu verstehen sein, dass du hier hinten hoch sollst, ne? Irgendwie. Willst du mich nerven? Willst du mich stressen oder was? Was ist denn das hier? Das geht nicht so, wie ich das will. Ich krieg das zwar nach oben, aber ich krieg's nicht nach hinten gesetzt. Was soll denn der Blödsinn? Also, sobald ich oben bin... was ist denn das Blödes hier? Ah, damit schlage ich mich ein andermal rum, bevor jetzt das ganze Zeug vergammelt. Moment. Brauchen wir auf jeden Fall den Generator natürlich. Der Strom für die Basis liefert. Wir brauchen den Treibstofftank. So, dann brauchen wir einen Generator. Okay, von mir aus. Hallo? Okay. Dann machst du den bitte so weit in die Ecke wie möglich. Ja, weiter wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Nee, weil dann stößt er hinten an. Das geht ja wieder nicht. Okay. Okay, dann eben so. Generator platzieren habe ich gemacht. Jo, jetzt machen wir Kraftstofftank. Der geht natürlich da nicht hin. Okay. Kraftstofftank. So, und dann machen wir den Konstruktor dahin. Natürlich. Wo ist er? Da. Naja, groß ist übertrieben. Der ist jetzt nicht wirklich groß, aber er ist größer. Sagen wir es doch so. Der kann schon bedeuten mehr. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wo ist der Generator? Ah ja, okay. Komme ich an den Generator ran, wenn ich den Konstruktor da hinstelle? Nein, natürlich nicht. So, Konstruktor, jetzt geht's, oder? Ja, ja, passt. Gut, ist, naja, steht jetzt alles nicht so wirklich schön, aber naja, was soll's, ne? So, ja, dann öffnen wir nämlich diesen Konstruktor und dann klatschen wir da erstmal alles rein, was wir viel zu viel hier haben. Also Kobalt und Silizium ist pervers, davon habe ich definitiv zu viel. Naja, kriegen wir hin. Ja, Promethium haben wir ja auch noch. Ja, dann hier Stein, Scheiß. Dann habe ich schon mal ein bisschen was hergestellt. Das Zeug brauche ich dann eher ganz woanders. Und zwar möchte ich nämlich ein... Wie heißt denn das Ding? Das ist nämlich ein Device für die Base. Und zwar ein Gerät. Da ist es. Eine Frachtbox? Nein. Munitionskiste? Nein. Klonkammer? Medizinstation? Das habe ich mir alles schon freigeschalten. Kommen wir gleich dazu. Hier, Nahrungsmittelprozessor. Den brauche ich. Ich brauche also noch ein Steuergerät. Ich brauche noch Metallkomponenten. Ja, habe ich aber alles übrig. Steuergerät habe ich schon dabei. Ja. Okay, also er könnte das sogar alles herstellen, deswegen ist es nicht rot, sondern gelb, er wird es sich halt einfach selbst herstellen. Ich habe sogar schon den verbesserten Konstruktor gelernt, aber dazu brauche ich Stromspulen. Und für Stromspulen, soweit ich weiß, wird es eh noch mal eine Zeit lang dauern. Fluxspule, Stromspule, brauche ich nämlich Arrestium und Zarkosium. Arrestrum oder Zarkosium, was weiß ich. Findet man auf dem Mond und ich glaube auf ein, zwei anderen Planeten, also auf jeden Fall muss ich weg hier. Sonst habe ich keine Chance. Ja, Neodym habe ich jetzt schon. Erweiterte CPU könnte ich also sogar machen. Das Pentaxid kann ich sowieso machen, weil ich blaue Kristalle habe. Zack. So, das ist das der Warp-Antrieb. Das kommt jetzt nicht hier rein. Die Alien-Teile erstmal auch nicht. Ich glaube, die brauche ich auch woanders. Zucker brauche ich auch eher im Nahrungsmittelprozessor. Okay. Ja, Basis aktivieren geht natürlich noch nicht. Wir müssten erstmal hier Kraftstoffzelle... Erstmal den ganzen Scheiß hier füllen.
Aktivieren machen wir gleich. Wir holen jetzt erst nochmal den restlichen anderen Scheiß. Weil ich habe da ja noch ein bisschen was zusätzlich fabriziert. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar Wasser hergestellt. Ich könnte mir also Kaffee machen. Na, Moment, der Kaffee war auch schon in der Leiste. Ja, der ist schon fertig. Hier, yeah, mein erster Kaffee. Genau. Oh Gott, ist das viel Wasser. Ach du Scheiße. Ja, okay. Gib mir mal das mit. Das bringen wir dann gleich mit in den Prozessor. Das brauchen wir im Nahrungsmittelprozessor. Hier haben wir sogar noch Erz über. Immer noch viel zu viel. Mann, Mann, Mann. Zucker hat man hier irgendwo. Okay, das teilen wir also auf. Nehmen wir 24 mit. Das Erz ist egal, das können wir, das rohe Erz, das können wir hier verarbeiten weiterhin. Das ist nicht so schlimm. Ja, hier haben wir, oh, ein bisschen Aloe Vera haben wir noch, aber das geht auch kaputt. Also schicken. Kürbis haben wir sowieso viel zu viel. Hier haben wir dann noch Biokraftstoff, das ist egal. Kabel habe ich noch nicht mitgenommen gehabt. Metallkomponenten habe ich noch nicht mitgenommen gehabt. Ich würde sagen, wir, nee, wir machen jetzt nichts mehr. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen jetzt den ganzen Scheiß und bringen den einfach mit. Wir scheißen jetzt da drauf und machen dann hier einfach neuen rein, weil wir sowieso viel zu viel davon haben. Motoren müsste ich auch schon mitgenommen haben, soweit ich weiß. Bin mir aber nicht sicher. Und hier brauche ich im Moment keine. Ja, das können wir ja auch mal mitnehmen, das Holz brauche ich ja nicht auch nicht, aber egal. Oh Gott, sag mal, wie viel Wasser ist das? Ja, komm, nimm volles Ballett mit, komm, was soll's denn? Medkit haben wir, ja, diese Nedium-Barren, die brauchen wir eigentlich hier sowieso nicht, die können wir gleich mitnehmen für den richtigen. Los geht's. Ja, dann wird's Zeit, unbedingt sogar die Basis zu aktivieren. Oh, ich muss essen. Irgendwas werde ich schon noch haben. Wenn nicht, muss ich schnell irgendwas schlachten. Kriegt man ja auch hin. Und zwar kommen jetzt hier noch diese anderen Barren rein natürlich. Doch, Motoren hätte ich da gehabt. Also da kann ich drauf verzichten. Hier haben wir Elektronik. Habe ich keine dabei. Sag mal, bin ich bekloppt oder was? Kabel, Rohre, Metallkomponenten. Was fehlt denn jetzt noch? Für den blöden, ja, das ist alles nur Deko. Konstruktor groß, den brauche ich auch nicht. Ich brauche den Nahrungsmittelprozessor. Wo ist der? Da. Es fehlen nur noch Elektronik. Okay. Warum auch immer. Wieso habe ich die jetzt schon wieder nicht mitgenommen? Also gut, ich meine, es ist relativ schnell wiederzuholen. Das ganze Zeug ist respawned hier auch ziemlich schnell auf leichten Einstellungen. Also deswegen habe ich auch Kaffee schon relativ viel, obwohl das nicht so häufig ist, und von diesem anderen Scheiß habe ich ohne Ende. Wo sind die Elektronics? Bin ich bekloppt oder was? Ach, da unten. Und das Glas nehmen wir auch mal gleich mit. So. Und so Flaschen, ja gut, die können wir hier drin lassen, die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Dann sortieren wir mal ein bisschen hoch. Gut, die Motoren haben wir also auch nicht gebraucht, haben wir jetzt festgestellt. Am besten nehmen wir aber die Stahlplatten noch mit. Schadet jetzt nicht unbedingt was. So, hier ist wieder ein bisschen Platz. Da ist sogar noch mehr Platz. Das heißt, im Prinzip kann die Holzstämme noch weiter hoch. Zack. So, damit ich vielleicht doch noch was verarbeitet kriege. Hallo? Habe ich auch die Fasern dabei? Nee, habe ich natürlich auch nicht. Ach, ich bin ja so intelligent. Ich glaube, das wird gar nichts. Oder ich brauche irgendwas anderes für das kleine Medkit. Ja, einen Moment. Ich glaube, für das kleine Medkit brauche ich... brauche ich, sag schon... Die Dingsbums, Aloe Vera tun wir jetzt hier nicht rein, das macht keinen Sinn. Das da, das ist ja hier im Plasma, glaube ich. Also, Y ist der Hauptschalter. Boom. So, Basis läuft. Ja, und jetzt soll ich ein Geschütz bauen mit dazugehöriger Munitionskiste und soll Wasser, Sauerstoff und Nahrung herstellen. Ja gut, Sauerstoff ist totaler Quatsch, weil habe ich eigentlich schon gemacht. Ja, also ich habe schon O2. Ach so, oh, ja, okay. Ja, es geht um die Station. Ja, na, okay, es geht um die große Station, es geht nicht um Flaschen. Gut, wir legen also los und bauen hier einen Nahrungsmittelprozessor. Wir bauen außerdem einen, mal gucken, was wir alles noch unterbringen. Den großen Konstruktor brauchen wir natürlich nicht, das ist Quatsch. Frachtbox brauchen wir noch nicht, die Munitionskiste können wir gleich nochmal bauen, warum nicht? Pflanzenlicht, schadet jetzt nichts, brauchen wir auch. Eigentlich sogar mehr als eins. Innenbeleuchtung kennen wir, brauchen wir jetzt alles nicht. Klonkammer, lieber die Medizinstation. Weil die ist ein Startpunkt. Und kann mich gleichzeitig heilen, das ist ganz gut.
O2-Tank, ob ich jetzt klein oder groß aufstelle, ist eigentlich scheißegal, oder? O2-Tank, ach, der ist für kleines Raumschiff und Bodengleiter und der hier ist für Basis. Los geht's. Und das ist die Station. Ja. So. Oxygen-Generator haben wir schon im Wasser stehen. Das bräuchte man noch für Wasserstoff vielleicht. Dann Kühlschrank, da will ich aber lieber den richtigen aufstellen. Was ist denn das? Ach, das ist der kleine für Raumschiffe. Auch her damit. Der ist noch ganz wichtig. Nahrungsmittelprozessor, stell mal auf. Medizinstation, stell mal auf. Oh, hier ist mir schon wieder einiges kaputt gegangen. Sehr schön. Das brauche ich aber auch gleich, das verdorbene Lebensmittel. Fällt mir gerade so ein. Habe ich Gesteinsmehl, habe ich. Das brauche ich nämlich auch. Und Wasser habe ich auch, gut. Dann tun wir hier noch Wasser rein. So. Okay. Jetzt haben wir hier den Nahrungsmittelprozessor. Ja, stellen wir ihn doch einfach hier hin, ist doch scheißegal. Boom. O2 und Nahrungserzeugung ist damit schon erledigt. Das ist doch auch schön. Man soll nur irgendwas davon machen. So, was brauche ich denn jetzt für das kleine Medkit? Gereinigtes Wasser und Alienplasma. Das heißt, Aloe Vera brauche ich für... Ach so, fürs Große brauche ich aber T6-Plasma. Ja gut, das ist okay. Das kannst du vergessen. Dann lass mal das gut sein. Aber ich kann hier aus dem Alienplasma auf jeden Fall schon mal kleine Medkits machen. Das ist ganz nett. Das machen wir glatt. Ja, dann hole ich mir halt noch ein paar Fasern und mache wenigstens noch ein paar Bandagen aus dem Aloe Vera, bevor es kaputt geht. Ja, es ist doch auch okay. So, ja, dann wird es jetzt gleich dunkel, so wie es guckt. Ja, in ein paar Sekunden. Was ich jetzt noch machen will, ist die Beete herstellen, hinstellen. Dafür habe ich jetzt nochmal hier ein paar mehr verdorbene Lebensmittel. Gesteinsmehl habe ich sowieso viel zu viel. Ich könnte eigentlich gleich noch mal ein bisschen Gesteinsmehl machen, weil es so schön ist. Müsste gehen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Naja, werden wir merken. Ja, oder wir sagen mal Stopp. Nehmen jetzt 10 raus. So, machen wir wieder an. Stahlplatten können wir sowieso gebrauchen. Eisen haben wir eigentlich immer noch genug, oder? Ja, ja, passt schon. Geht schon. Ist jetzt nicht unbedingt schön, aber... Oh, ich habe mich wirklich... Ach du Scheiße, ich habe mich ja komplett verschätzt. Ja, dann verbrauch mal den Schotter, weil eigentlich wollte ich ja immer 100 übrig behalten, ne? Das war ja wohl nichts. Ich habe bis auf 50 runter, ich habe mich voll verschätzt. Voll verzählt, ey. Idiot. Eisen, ja, da können wir nichts machen, aber das heißt, das Eisen nochmal holen, aber das kann ich ja machen. Ich habe ja genug Auswahlmöglichkeit, wo ich Eisen holen kann. Was wollte ich noch? Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Außer Blödsinn. Gesteinsmehl. Ach du Scheiße, es ist schon wieder so viel geworden. Okay, gib her. Schadet jetzt nichts. Nehme ich mit. Was wollte ich noch? Wasser habe ich sowieso drin. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja, es ist also da einiges passiert. Es gibt jetzt auch Sprengstoff. Es gibt irgendwelche Rampenblöcke für Raumschiffe. Das ist neu. Und es gibt eben die Tiere, jetzt die Muttertiere. Weil ich nehme an, früher gab es auf einem anderen Planeten nur diese Milch zu finden. Und jetzt findet man sie sogar hier auf Akua. Brauchen wir nämlich auch in den Prozessor hier. Später. Stahlplatte. Gehört hier auch noch rein, fällt mir gerade ein. Ach so, die brauche ich ja eigentlich um... Ja, egal, erstmal hier. Zuckerrohr. Von mir aus bisschen Mehl. Dann die kaputten Lebensmittel. So, und dann können wir nämlich Nährlösung herstellen aus Gesteinsmehl, Wasser und dem verdorbenen Lebensmittel. Das machen wir. Und dann können wir nämlich Pflanzenbeete herstellen. Voraussetzung, wir haben die Fasern dabei, was wir natürlich nicht haben. Ja. Nee, ist klar. Warum auch? Das wäre ja effektives Arbeiten dann. Warum soll ich effektiv arbeiten? Das wäre langweilig. Was man nicht im Kopf hat, ne? Hat man in die Füße. Oh, wo sind meine Drecksfasern? Hier, gib mir welche mit. Die Meeresalgen kann man, glaube ich, sogar auch für irgendwas gebrauchen, aber die gehen kaputt. Ach nee, die gehen nicht kaputt. Nur der Snack, den man draus machen kann, der geht kaputt. Okay, scheißegal. Los geht's. Alien Dorn habe ich natürlich auch wieder vergessen. Auch das könnte ich im Nahrungsmittelprozessor gebrauchen. Für, oh, ich muss echt was essen. Ey, ich muss irgendwas schlachten dann. Mal gucken. So, jetzt habe ich nämlich, was ist los? Ach so, okay, passt. Fasern kommen mit rein. So, jetzt kann ich Beete herstellen. Ich habe, glaube ich, sowieso 2 Stück. Aber gut, das reicht halt nicht. Das reicht mir ja niemals. So, jetzt habe ich hier noch eine Medizinstation. Die stellen wir auch noch auf.
Aber bitte. Ja, so rum, passt. So, und da drin heilt man nämlich sogar. Ja, und jetzt? Warum komme ich... Ah, jetzt komme ich da rein. Aha, geht doch. Meine Gesundheit... Ach so, war der Plan. Deswegen bin ich da reingesprungen. Männler, Männler, Männler. Oh, Beete. Ja, gut, nehmen wir halt erstmal diese. Pflanzen, Algen. Ich glaube, ja, doch, Meeresalgen-Snack. Klar, könnte man machen. Machen wir, glaube ich, auch mal. Haben wir eigentlich einen Kühlschrank gebaut? Ich bild mir ein Jahr. Ach so, wahrscheinlich noch nicht rausgenommen, ne? Aus dem Konstruktor hier. Genau. Kühlschrank haben wir nämlich auch. Das ist ein großer Kühlschrank, T2 gleich. Warum nicht? Stellen wir gleich den richtigen auf. Ist besser so. Ja, Stahl ist ganz schön draufgegangen hier. Das Pflanzenlicht brauche ich. Davon brauche ich noch ein paar. Glasplatte und Metallkomponenten. Ja gut, Metallkomponenten ist jetzt nicht so schön, aber ich brauche auf jeden Fall zwei Pflanzenlichter. Mit einem komme ich nicht weit. Kühlschrank. Ja, dann stellen wir nämlich noch einen Kühlschrank auf gleich. Wie rum guckt denn der jetzt? Ja. Das war nicht der Plan. Moment. Hä? Ist der jetzt richtig rum oder ist der falsch rum? Naja, ich komme ran. Es ist ja eigentlich scheißegal, oder? Die Pixies. Tu mal da rein. Die sind schon fast kaputt. Na, es geht noch. Die Meeresalgen, weißt du was? Die einmal fressen wir gleich. Das andere ist sowieso Medizin. Geht immer noch eine Nährlösung? Ach so, es sind noch zwei Nährlösungen drin. Ich bin so blöd. Ich bin so bescheuert. Wir haben noch verdorbene Lebensmittel, aber ich möchte auch immer ein bisschen was übrig behalten. Kennen wir ja schon den Tick. Bandagen könnte ich machen aus dem Aloe Vera, bevor es kaputt geht. Ja, komm, was soll's. So, machen wir jetzt Bandagen draus. Was brauche ich noch? Die O2-Station könnte man aufstellen. Habe ich meine Pflanzbeete rausgenommen? Habe ich nicht. Auch das sollten wir tun. Wo stellen wir denn die Station auf? Neben dem Konstruktor. Bumm. So. Hat natürlich keinen Tank. Ja, natürlich. Ist ja auch gar kein O2-Tank da. Blöd, Mann. Gut. Da vorne machen wir dann das ganze Beetgezeugse hin, würde ich sagen. Dazu müssen wir wahrscheinlich mal nicht die Kettensäge benutzen, sondern bitte, wo ist mein Füll- und Einebnungsgerät? Hier. 6. Das alles mal ein bisschen hoch. Alter. Damit hier gleich gar keine strukturellen Integritätsprobleme auftreten. So, ich denke, das sollte reichen. So. Und dann müssen wir jetzt trotzdem die Beete eigentlich noch unterbringen. I hope so. Ah, sieht gut aus. Jetzt müsste man natürlich über den Beeten Pflanzlichter anbringen. Das heißt, wir brauchen erstmal noch viel, viel mehr. Naja, das machen wir im nächsten Part. Es ist genug passiert. Also, Basis an sich, so die Sachen stehen, die wichtigsten. Jetzt geht es noch darum, Munitionskiste herzustellen, Geschütz, damit es weitergeht. Also damit diese Tutorial-Quest weitergeht einfach. Worum es mir selber jetzt geht, ist hier die Seite natürlich fertig machen. Dann hochziehen, damit ich hier oben drin meine Lichter anbringen kann. Naja. Geht schon. Und dann könnte ich nämlich diese Pflanzenbeete auch endlich bepflanzen. Und dann haben wir auch kein Aloe Vera-Problem mehr. Weil dann machen wir den Scheiß nämlich selber. So, das vergammelt jetzt auch nicht mehr. Nein. Und die Pixies haben wir geschützt. Gut, super. Ja, soweit mal. Bis hierhin. Ach ja, den Tank habe ich noch. Den kann ich natürlich noch aufstellen. Ja, hier unten mein ganzes Saatgut. Das kann ich dann später gebrauchen. Elternteile weiß ich jetzt gar nicht, ob ich überhaupt brauche. Die Munitionskiste kann ich ja schon mal mit ins Inventar nehmen. Ja, Raketenwerfer kenne ich also auch schon. Habe ich mir auch schon gleich freigeschalten. Weil ich denke, es wird mit dem Raketenwerfer einfacher, mal da wieder die Aliens zu besuchen und ihnen mal zu erzählen, was los ist hier überhaupt, ja. Beziehungsweise,
Was braucht denn die 120 mm Rakete? Hä? 135 mm braucht das alles. Und was bitte braucht dann die 120 mm Rakete? Der hier. Gibt's jetzt mehr Raketen? Moment. Der normale Raketenwerfer, den ich tragen kann. Genau. Ah, der hat aber eine scheiß Reichweite. Oh. Ja, dann machen wir das anders. Dann werden wir doch ein Raketenwerfergeschütz bauen wahrscheinlich. Zumindest versuche ich das und mache das auf mein Raumschiff oder Bodengleiter oder so. Wobei ich eigentlich ein schönes Raumschiff haben will. Naja, mal gucken. Stellen das dann auf Automatik und dann feuert das sowieso. Dann passt es schon. Es ist übrigens das da, weil das ist das für die Basis. Das ist das für den Bodengleiter. Genau. Ja. Naja, und das dann drauf platzieren und los geht's. Dann natürlich Munition. Und dann kann der auch feuern. Müsste funktionieren. Probier mal aus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Zum guten Hirn, ja, mit dem Hin- und Herlauferei. Sehr sinnig. Jo, Basis läuft. Und schauen wir mal weiter, was wir noch so treiben können. Bis zum nächsten Mal.